Alles in Ordnung mit Ihnen, Frau Klein? Sie wirkt so ein bisschen erschöpft. Ja, ich bin total erschöpft. Ich passe im Moment auf meinen Enkel auf. Platz. Danke. Weil meine Kinder sind im Ausland, die arbeiten. Und mein Enkelkind beansprucht mich doch recht ordentlich. Ich muss ihm ja auch was bieten. Und jetzt waren wir gerade auf dem Snowdome und sind ein bisschen Ski gelaufen. Können Sie Ski laufen? Nein, aber ich habe es versucht. Ja. Was macht er jetzt draußen? Und jetzt ist er draußen bei dem Wachmann. Habe ich hier den Wachmann drum gebeten, damit er ein bisschen auf meinen Enkel aufpasst. Denn hier ist ein bisschen langweilig für ihn und draußen kann er etwas malen. Ja, hoffentlich. Auf dem Wachmann-Ski. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Frau Klein, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ihr Vorname ist Norma, Sie sind 60 und wohnen in Overath. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Briefzustellerin gewesen bei der Bundespost bis zu meinem Rentenalter. Und ich bin in Frührente gegangen, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Nein. Sie sind ja die Vermieterin von Frau Niermann und sind ihr zur Hilfe gekommen, weil ihre Mieterin ja am 14. August 2009 von ihrem Sohn mit dieser Schreckschusspistole beim Schuss daraus verletzt worden ist. Dass alles das passiert ist, wundert mich absolut überhaupt nicht. Warum nicht? Ich bin nach Hause gekommen mit Niklas und da kam Frau Niermann mir entgegen. Und da habe ich zum Fenster hochgeguckt und habe Torben am Fenster gesehen, wie er mit einer Pistole hantiert hat und hat auf seine Mutter gezielt. Er hat auf seine Mutter gezielt? Warum haben Sie das für sich behalten müssen? Weil ich das am Anfang hatte ich Bedenken. Ich denke, es ist vielleicht Kinderkram, Pipikram oder wie auch immer. Ich habe es ein bisschen als Teenager, war das, was ich als Sünde abgetan. Aber es war so nicht so. Und hätte ich das vorher gewusst, ich hätte es nicht für mich behalten, sondern hätte es gesagt. Gnädige Frau, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Ihnen etwas näher trete. Aber ich meine schon, bei der Sicht von da drüben festgestellt zu haben, dass Sie etwas eingetrübte Augen haben. Möglicherweise haben Sie den grauen Star. Das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt zur Verifizierung beiträgt, wenn jemand sagt, ich habe von unten jemanden in der zweiten Etage mit einer Pistole hantieren sehen. Stimmt meine Vermutung oder tue ich Ihnen da eben bitterlich Unrecht? Nein, Ihre Vermutung stimmt. Ich habe auch schon OP-Termine von den Ärzten bekommen. Sehen Sie. Aber was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Und ich weiß auch den Grund dafür. Dann teilen Sie ihn uns mit. Wie kann man Kinder trennen? Wie kann man die Kinder trennen? Einer geht zur Mutter, der andere geht zum Vater. Wo ist denn die Tochter? Sagen Sie mal, Frau Klein, Entschuldigung, was meinen Sie denn für Kinder? Wir haben nur ein Kind, Turm. Nein, Ihre Tochter. Was denn? Was meinen Sie? Nein, wir haben nur einen Sohn. Nein, Sie haben noch eine Tochter und das weiß ich ganz genau. Bestimmt nicht. Sie hat sie gesehen mit seinen Augen. Ja, wie auch immer. Wie kommen Sie darauf, dass Torben eine Schwester hat, Frau Klein? Niklas hat mir das auf dem Flur erzählt. Wie kommt Ihr Enkel drauf? Er ist ein guter Detektiv. Dann werden wir ihn mal selber fragen. Gute Detektive brauche ich immer im Saal. Noch Fragen an die Zeugin Klein? Nein, Gott bewahre. Herr Schmitz, bitte, bleibt unvereidigt, Sie nehmen an der Seite Platz. Draußen müsste ein Junge namens Niklas sein. Könnten Sie uns den mal bitte hereinschicken? Den möchte ich gerne als Zeugen. Nichts dagegen, wenn Sie den übernehmen, Frau Vorsitzende. Oh, er scheint wirklich sehr lebendig zu sein. Nehmen Sie an der Seite Platz. So, Niklas. Dankeschön, Herr Schmitz. Bitte. Deine Großmutter hat mir gerade gesagt, dass du Detektiv bist und ich wollte da halt ein paar Fragen stellen. Nur vorher, bevor ich mit den Fragen antworte, muss ich immer sagen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Ne? Also wie sonst im Leben auch. Man darf nicht lügen, ist das eines. Niklas ist dein Vorname. Wie heißt du mit Nachnamen? Winter. Winter. Wie alt bist du? 8 Jahre alt. 8. Und du wohnst im Moment bei deiner Großmutter in Overath, ne? Ja, aber nur noch einen Monat, weil dann kommen Mama und Papa aus Afrika wieder, weil mein Papa da einen Flughafen baut. Oh, super. Du gehst ja in die Schule. Welche Klasse gehst du? In die 2. Klasse. In die 2. Und wie deine Großmutter bist du mit dem Angeklagten, der da sitzt, mit dem Torben Niermann, weder verwandt noch verschwägert, nehme ich an. Und jetzt, Niklas, komm doch mal lieber zu mir nach oben. Ja, da ist so eine kleine Tür, die musst du nur so aufschieben. Warte, ich helfe dir. Das finde ich wunderbar. Und dann werden wir doch sehen. Ich nehme nur die Waffe auf die andere Seite. Das mag ich nie so gern, wenn Kinder da oben sind. So. Niklas, deine Großmutter hat erzählt, du bist ein fantastischer Detektiv und du hättest herausgefunden, dass der Torben eine Schwester hat. Wie kommst du drauf? Er hat mir selber gesagt.
Mal eben so oder hat sich das so ergeben? Ich habe die beiden in Omas Garten hinter einem Busch gesehen. Ich habe gedacht, die spielen Verstecken. Und ich wollte gern mitspielen, aber da hat Torben gesagt, ich soll abhauen. Er möchte sich mit seiner Schwester allein unterhalten. Da stört man immer, ja. Torben, könnten Sie uns vielleicht zwischendurch sagen, wer dieses Mädchen ist? Ich habe keine Ahnung, was der Kleine labert. Ich meine, ich habe nie behauptet, ich hätte eine Schwester. Und ich war auch nie irgendwie im Garten oder was weiß ich was. Ja, und ob, ich habe alles ganz genau beobachtet. Ich habe alles aufgeschrieben, hier rein. Aha. Tatsächlich. Und warum hast du die quasi beschattet? Weil ich glaube, sie haben irgendwas vor. Darf ich dann mal einen Buch im Blick da reinwerfen? Mal gucken, was hat das da? Da steht natürlich eine ganze Menge. Ball ist auch nicht wieder. Das ist, glaube ich, nicht. Gartenzaun ist auch nicht da. 13.8. Torben, ich habe alles zusammen. Schwester, ich habe Angst. Was, wenn er ausrastet? Ich will nicht mehr zu ihm zurück. Torben, du musst. Morgen tun wir es und dann gibt es kein Zurück. Aha. Was glaubst du, was das bedeutet? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, was Schlimmes. Ja. Kannst du uns mal beschreiben, wie Thorsten Chester ausgesehen hat? Sie war blond mit einer pinken Strähne im Haar. Aha. Noch Fragen an den Niklas im Moment? Nein, danke. Bleib unvereinigt. Vielen Dank, das war schon mal super toll. Geh wieder raus, den Schmitz nerven, dann freut er sich. Ne? Aber im Maße bitte, ja? Bleibt unvereinigt unter 16. Er kann schon mal üben als Familienvater, soweit ich weiß, hat er gerade wieder ein Kind gekriegt. Das heißt, genauer gesagt, seine Ehefrau wahrscheinlich. Okay. Also, sei so nett. Ich möchte nur noch mal warten, bis er draußen ist. Torben, wer ist das Mädchen mit der pinken Strähne? Niemand? Natürlich ist das jemand. Ich hab dir doch von der Kleinen erzählt, mit der Torben immer so niedlich telefoniert. Ja. Aber Torben, dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Wir freuen uns doch, wenn du eine Freundin hast. Wie heißt sie noch gleich? Candy? Nee. Was? Du hast was mit meiner Sandy? Na. Ja, Sandy, genau so heißt sie. Nein, Papa, so heißt sie nicht. Ey, ich raste gleich richtig aus. Was hast du mit Herr Sandy? Herr Schmidt, bitte. Ja, genau, Sandy, so heißt die. Ich schau dir gleich richtig aus. Moment, Moment. Sie nehmen da hinten Platz. Pisse, ja. Und Sie bleiben sicherheitshalber hier. Sind noch draußen weitere für den Niklas? Sind noch andere Beamte draußen? Ja, da ist jemand. Dann passiert demnächst, ja. Herr Bergers, beruhigen Sie sich und sagen Sie mir lieber, wer diese Sandy ist? Das ist meine Alte. Und die ist für jeden anderen Kerl tabu. Und für dich auch. Ich schwör's dir, Pascal, das ist ein Irrtum, Mann. Ich hab nichts mit Sandy, ich schwör's dir. Ich glaub dir kein Wort, Junge. Und weißt du was? Ich werde jetzt mal meine Alte hier reinrufen. Weil glaub mir, die hat viel zu viel Angst, um mir ins Gesicht zu lügen. Und dann werden wir mal sehen, was hier abgeht, okay? Sie bleiben schön brav sitzen. Sie kennen den Schmidt. Es tut einfach weh, wenn er zufasst. Es gefällt mir überhaupt nicht, wie Sie über Ihre Freundin sprechen. Das eine, aber ein paar Fragen und diese Sandy haben Sie auch. Also scheinen Sie draußen zu sein. Wie heißt sie? Forst, glaube ich. Immerhin, glauben Sie. Sandy Forst, bitte eintreten und Sie bleiben weiterhin im Saal. Das ist mir hier ein bisschen zu riskant. Was ist denn los? Du Schlampe, hast du was hier mit Torben gehabt oder was? Was? Pascal, also, niemals. Ich liebe doch nur dich. Herr Berger, damit wir uns ja richtig verstehen, ja, Herr Bergers. Noch ein Wort und Sie fliegen hier raus, ja, klar? Sie haben gar nichts zu sagen, wie ich mit meiner Alten zu reden habe. Erstens. Und zweitens, Mädchen, wenn du was mit dem hast, ne, mach ich dich kaputt. Und dich lächerlichen Gummibärchen da hinten, ne, dich nehme ich noch mal auseinander, okay? Ja, so. Sendepause, Ordnungsgeld 100 Euro, 2 Tage Ordnungshaft und Feierabend. Herr Schmitz, der Herr Bergers möchte gehen. Und nein, will ich nicht. Jetzt wissen, er möchte was gehen. Was, schönen Tag oder nicht, noch. Kommen Sie mit. Guck mich nicht so an, du lächerlicher Junge. Schönen Tag noch. Ich habe doch gar nichts zu sagen. Kann ich nicht einfach wieder gehen? Nein, Sandy. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sobald Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man was nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Sandy, Ihr Nachname ist Forst. Wie alt sind Sie? 17. Und wo wohnen Sie? In Overath, im Sportfeld 66. Gehen Sie noch zur Schule? Ja, ich gehe in dieselbe Klasse wie der Torben und der Pascal. Verwandt oder verschwägert? Nee.
Also auch nicht seine Schwester? Nein. Torben und ich sind Freunde. Ihr sympathischer Freund Pascal, auf den ich nur ungern verzichte, vermutet mehr als nur Freundschaft. Keine Ahnung, wie der auf sowas kommt. Ich glaube, durch die Aussage des kleinen Niklas, der hat sie anscheinend, also sie beide jetzt im Garten seiner Oma mal überrascht. Ich weiß wirklich nicht, was Sie damit meinen. Also wirklich, der Torben und ich, wir sind nur Freunde. Und Sie haben bei der Gelegenheit auch nichts Besonderes geplant? Nein, wir haben nichts geplant. Also da hat uns der Niklas was anderes erzählt und aus seinem Logbuch vorlesen lassen. Sandy, tut mir leid, aber ich glaube, Niklas hat uns die ganze Zeit belauscht. Wir müssen jetzt reden. Torben, das ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Oh, bei mir ist immer rechtzeitig. Warum nicht? Sie haben Angst, oder nicht? Angst vor dem netten und sympathischen Herrn, der hier so bunt koloriert aufgetreten ist und der Ihnen Gewalt angedroht hat. Richtig oder nicht richtig? Sandy, er verlässt jetzt gerade das Gerichtsgebäude, dafür rausgebracht. Und er wird auch so schnell nicht wieder reinkommen, ja? Sagen Sie uns doch einfach, was hier mit dem Angeklagten geplant war. So stand es da drin. Sandy, wir müssen das jetzt wirklich sagen. Ich kann die Lügerei nicht mehr ab, ey. Bitte. Ich meine, wahrscheinlich hast du recht. Ich mein, du hast sowieso schon viel zu viel wegen mir durchgemacht. Was hat jetzt der Torben ihretwegen durchgemacht? Ja, wissen Sie, ich wollte ja schon mehrmals mit Pascal Schluss machen. Und als ich das erste Mal gemacht habe, da hat er mich geschlagen und hat er gesagt, dass er meine ganze Familie umbringen wird. Und ja, keine Ahnung, ich habe das dann zweimal probiert, aber der Pascal ist einfach zu brutal. Dann müssen Sie damit zur Polizei gehen. Sie müssen das sagen, Sie müssen das anzeigen. Wie sollen wir Ihnen helfen, wenn wir davon überhaupt nichts wissen? Aber was hat das jetzt mit dem Angeklagten zu tun? Ja, da eigentlich ja noch gar nichts. Aber der Torben ist ja irgendwann in unsere Klasse gekommen. Und Pascal und Torben, die haben sich ja direkt so super verstanden. Und dann war er auf einmal in unserem Freundeskreis. Und dann ja, haben wir halt voll oft miteinander rumgehangen. Und Sie haben beide sich ineinander verliebt. Kann ich es abkürzen? Ja. Ja, was hat das damit zu tun, dass du eine Schreckschusspistole hast und ein Messer? Ich meine, was wolltest du damit? Wolltest du Pascal imponieren oder was? Nein, ich wollte Sandy nur beschützen. Warum haben Sie sich nicht Hilfe geholt? Beispielsweise bei Ihren Eltern? Ja, weil ich einfach Schiss hatte. Ich meine, der Typ geht doch über Leichen. Am Anfang dachte ich ja noch, der wäre cool und so. Aber als ich dann herausgefunden habe, dass er wirklich mit Waffen dealt und so, da wurde mir das alles ein bisschen zu komisch. Aber da hat zwischen mir und Sandy ja schon gefunkt. Aber dann haben Sie ausgerechnet bei dem diese Waffen besorgt. Das heißt also dieses Messer und dann später auch diese Pistole bei Pascal Berger. Das ist heftig, ich weiß. Ich habe halt weiter auf Freund bei dem getan, weil ich wollte nicht, dass Sandy und ich auffliegen. Und eigentlich kenne ich so kriminelle Leute gar nicht. Und irgendwie musste ich ja an die Waffen rankommen. Ach so, und deshalb haben Sie dem Pascal Bergers erzählt, dass Sie die Waffe brauchen wegen Ihrer Mutter? Oder? Ja, aber wirklich nur deshalb. Mama, ich wollte wirklich nicht auf die schießen. Ich meine, ich wollte auf niemanden schießen und schon gar niemanden verletzen. Aber ich wollte ihr einfach nur zur Not für Pascal. Für Pascal? Aber gedroht haben Sie damit Ihrer Mutter. Angelegt haben Sie damit auf Ihre Mutter. Und zu einem Schuss gekommen ist es dann auch. Wie? Das hätte ich jetzt gerne noch von Ihnen gehört. Das war einfach nur ein dummer Unfall, wie ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Ich meine, an dem Tag wollte Sandy eigentlich mit Pascal Schluss machen und ich wollte dann mit der Waffe vor Pascals Haustür warten, falls er Sandy folgen will und ihm dann nur notfalls drohen. Und das wollten Sie in Ihrem Zimmer mal üben, sicherheitshalber, oder was? Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ja, ich meine, ich wollte ja wissen, ob die Waffe auch funktioniert. Ich wollte sie zwar nicht benutzen, aber für den Notfall. Und dann habe ich es halt ausprobiert und dann kam meine Mutter aber einfach so reingestürmt. Sag mal, ich denke, er hat ausprobiert, in welcher Position er am bedrohlichsten für Herrn Bergers aussieht. Das hätte er mir deshalb alles der Spiegel. Nein, das hätte er mir alles erklären können. Torben, das hättest du mir wirklich alles erklären können. Ich hätte dir helfen können, ohne diese Waffe. Ja, ohne diese Waffe. Du hättest wahrscheinlich mit Pascal geredet, ne? Mit dem Typen kann man nicht reden, ey. Das ist voll der Brutalo. Hätte das mit Sandy und mir früher herausgefunden, wäre der auch total ausgerastet. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte einfach niemanden mehr mit reinziehen. Nur wie ist es dann zu diesem Schuss gekommen? Den haben wir ja hier zu verhandeln. Das vergesse ich nicht. Ja, ich meine, ich hatte ja ein bisschen Schiss und dann habe ich mich vor dem Spiegel einfach gepusht. Und ich war so auf Adrenalin, weil ich wollte irgendwie die Angst bewältigen. Und dann kam meine Mutter reingerannt und irgendwie hat sich dann ein Schuss gelöst. Ich weiß selber nicht mehr genau, wie. Das kann und das darf nicht nochmal vorkommen. Verstanden. Weißt du, es gibt immer eine Lösung. Und die hat sicherlich nichts mit Gewalt zu tun. Torben, wir sind beide immer für dich da. Das wird auch in Zukunft weiter so sein. Nur du musst mit uns reden. Wir können dir nur helfen, wenn du uns vertraust. Ja, ich,
ich wollte auch eigentlich mit euch reden, aber andererseits wollte ich auch niemanden mehr mit reinziehen. Und dadurch ist aber alles irgendwie nur noch schlimmer geworden. Das würde ich so sagen. Und damit hätten Sie sowieso nichts bewerkstelligt. Ja. Noch Fragen an die Zeugin Forst? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Dann geht rechtlicher Hinweis, dass auch eine Bestrafung wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht kommen kann. Dafür wäre allerdings ein besonderes öffentliches Interesse vonnöten oder Strafantrag seitens der Geschädigten. Nein, den werde ich sicherlich nicht stellen. Das dachte ich mir. Dann kommen wir zum Gerichtshilfebericht. Frau Gomez. Ja, zum Ende der Verhandlung, denke ich mal, ist klar geworden, dass Torben eigentlich ein sensibler, verantwortungsbewusster Junge ist, der allerdings noch lernen muss, dass man Konflikte auch ohne Gewalt löst, indem man sich Hilfe von außen holt. Ihm ist bewusst, dass er einen Fehler begangen hat. Und ich denke, eine Gefahr auf weitere Taten besteht nicht. Er wird sich in Zukunft, denke ich mal, bei seinen Eltern, wo er sehr gut aufgehoben ist, Hilfe holen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Ja, Frau Vorsitzende, ich bin etwas verwundert über den rechtlichen Hinweis, den das Gericht erteilt hat, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man hier in der rechtlichen Bewertung zu einer Fahrlässigkeit kommen will. Natürlich hat er gesagt, ich wollte das nicht. Heißt das jetzt, wir haben keinen Vorsatz mehr? Man muss ja zwei Dinge strikt trennen. Man muss sicherlich trennen, dass er in einer hochaffektiven Situation gehandelt hat. Das heißt aber doch nicht, wenn er abdrückt und es in diesem Moment will, dann mag er das irgendwie auch nicht wollen, aber er hat den Vorsatz. Und ist es denn hier möglich, dass sich ein Schuss löst? Nee, das ist nach dem, was wir wissen, technisch absolut ausgeschlossen. Wir sehen noch die Waffe da vor uns. Um da einen Schuss auszulösen, es gab kein Handgemenge, lege ich großes Wert drauf, muss der Finger am Abzug mindestens 2 Zentimeter zurücklegen, dann komme ich auf den Druckpunkt. Und dann gibt es einen ganz erheblichen Druckwiderstand. Das heißt, nur weil ich ein bisschen leicht mit dem Finger zitter, das Ding ist ja nicht berührungssensitiv, löst sich da kein Schuss. Es ist nicht so. Sie waren sicherlich hochaffektiv aufgeladen. Und natürlich wollen Sie nicht irgendwie auf Ihre Mutter schießen, aber in dem Moment hatten Sie konkretisiert auf Ihre Mutter Tatvorsatz und Sie haben den Abzug betätigt. Ein Schuss löst sich nicht einfach so, ist technisch ausgeschlossen. Deshalb bleibt es eine gefährliche Körperverletzung, deshalb ist er zu verurteilen. In Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Ich halte hier eine 120 Arbeitsstunden für tatunschuld angemessen, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. In der Diktion des Erwachsenenstrafrechts. Herr Rechtsanwalt Grechel. Frau Vorsitzende, hochverehrter Herr Staatsanwalt. Was haben Sie mal während der laufenden Hauptverhandlung gesagt? Sensibilität ist nicht etwas, für das man sich schämen muss. Nicht wahr, Herr Römer? Wenn man sensibel an diesen Fall rangeht, bekommt man schon das Gefühl, hat der Junge ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn veranlasst, auf diese Mutter zu schießen. Und ein gewisses Maß an Voluntativem, am Wollen muss ja schon vorliegen. Zweitens, hat der Junge überhaupt ein Motiv, auf seine Mutter zu schießen? Nein, das hat er nicht. Natürlich hat er abgedrückt und natürlich hat er abdrücken wollen. Natürlich hat der fahrlässige Täter auch eine fahrlässige Handlung in Bewegung gesetzt. Sonst wäre ja nichts passiert. Fahrlässig heißt ja nicht, neben dem Sachverhalt zu stehen, sondern auch eine Handlung durchzuführen. Nichts anderes hat er gemacht. Und er hat es, ich finde es, in einer Phase, in der er innerlich zusammengebrochen ist, am Ende ja auch hinlänglich geschildert. Ich habe da gestanden, ich habe mich hochgepusht, der Mann war voller Angst. Denn eins müssen wir auch mal so sehen, Eltern können nicht die Probleme aller Kinder lösen. Die Lehrer können es auch nicht, die können es nicht, die können es nicht. Zumindest nicht aus dem Horizont desjenigen, der tagtäglich mit so einem Mann wie mit Herrn Bergers zusammen ist. Er ist davon ausgegangen, ich muss mir selbst helfen, dass er es mit diesem Körper und 2 Jahren jünger nicht kann, sondern eine Schusswaffe dafür braucht, ist nicht richtig, aber es ist nachvollziehbar. Es ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz, das ist unbestritten, aber eine Körperverletzung, die hier in irgendeiner Form im Wege eines Urteils zu ahnden ist, unter der Prämisse, wie sie sie eben dargestellt hat, liegt nicht vor. Ich halte eine Verwarnung, meinetwegen irgendeine Freizeitauflage, dass er irgendeiner Tätigkeit nachgehen muss, für Schuld und Tat angemessen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Grechel. Torben, Sie haben das letzte Mal. Ja, ich weiß, dass es falsch ist, was ich gemacht habe. Und ich wollte das alles nicht, aber Sandy ist das wirklich wert. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu 50 Arbeitsstunden beim Verein Obdachlosenhilfe Much e.V. verurteilt. Die Schreckschusspistole wird eingezogen. Es wird davon abgesehen, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Seine eigenen Auslagen trägt er aber selbst. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Torben.
ich kann auch nachvollziehen, dass man als 16-Jähriger nicht alles mit seinen Eltern regeln will und vor allen Dingen dann, wenn man sie schützen will. Denn das war ja ihr Motiv, sich nicht an ihre Eltern zu wenden. Und ich glaube nicht, dass wir hier nachweisen können, dass er ganz bewusst, also vorsätzlich, auf seine Mutter geschossen hat, sondern in dieser Situation, mit Sicherheit hat er sich nicht aus Versehen gelöst, dieser Schuss, aber nicht auch gewollt damit verletzen. Deshalb meine ich schon, dass hier keine Körperverletzung vorliegt. Aber es bleibt natürlich der Verstoß gegen das Waffengesetz. Tom, wenn man glaubt, dass man sein eigenes Niveau verlassen kann, um mit dem Unterniveau von Pascal zu konkurrieren, dann überschätzen Sie sich. Der hätte einen Lachanfall bekommen. Er weiß doch, von wem Sie die Pistole haben. Hätte sie Ihnen sonst wo aus der Hand geschlagen. Ja? Es ist nicht möglich, dass man bei solchen Leuten, die einem so unter Druck setzen, glaubt, dass man genau auf diese Schiene runter kann. Ich sage ganz bewusst runter kann. Sie haben da unten keine Chance dagegen. Das heißt, die Chance dagegen besteht in Ihren Eltern und besteht in anderen erwachsenen Personen, die man einschalten kann in solchen Situationen. Das, Torben, müssen Sie sich merken. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Pascal Bergers wurde unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Jugendstrafe von 8 Monaten auf Bewährung verurteilt.